Ja, ihr seid nicht beim Yoga-Kurs, sondern ich bin hier im Darkroom vom Daniel und wir nehmen ein Video auf. Das war mir ziemlich wichtig. Weil ich habe ja die letzten Wochen ein bisschen Zeit gehabt zu reflektieren und für mich ist das Wichtigste bei meinen Fahrtechnikkursen ist tatsächlich keine Phrase, dass ich tatsächlich euch helfe, euch selber zu besseren Mountainbikern zu machen. Dann habe ich meine Kurse Revue passieren lassen. Ich habe sehr, sehr viele Leute zum Beispiel über das Rasenrennen Gap gezogen in Olpe und habe dann so ein bisschen gemerkt, dass ich dann die Tendenz habe, so ein bisschen Event-Fahrtechnik-Coach zu werden, was ja leider schon ganz viele andere machen. Halt cool, wir sind den Sprung gefahren. Keine Frage, ey, cool, Adrenalinausstoß, mega. So, dann stehen diese Leute aber 3 Wochen später wieder im Bikepark und sind dann alleine und springen wieder nicht über das Gap drüber. So, woran liegt das? Das liegt daran, dass es nicht zu unterschätzen ist, eine SMS zu bekommen. Nein, das liegt daran, dass wir zwar den Sprung gemacht haben, ich aber dadurch, dass ich vorweg fahre, ich glaube, das kann Daniel auch bestätigen, wenn ich vorweg fahre, dann nehme ich die komplette Blickführung und den Speed ab. Das sind fast schon die beiden wichtigsten Sachen, um einen Sprung zu schaffen. Tja, ich habe aber immer noch nicht beigebracht, wie springt man denn eigentlich? So, habe mein Kurskonzept jetzt, ich konnte ja jetzt wieder Kurse im Winter geben und habe die dafür genutzt, bei wirklich widrigen Bedingungen, auch mit der MTB-Hopper-Rampe, den Leuten tatsächlich beizubringen, wie sie ihr Rad in der Luft kontrollieren, lenken und steuern können. Dadurch, dass man dann sein Fahrrad bei jedem Sprung, egal ob steil, flach, hoch, einfach steuern kann durch Vollerrad, Hinterradimpuls, durch andere Tricks und Tipps, die es da gibt, kommt das Gefühl der Beherrschung im Gehirn an. Und wenn ich etwas beherrsche oder das Gefühl habe, es zu beherrschen, bekomme ich ein Sicherheitsgefühl und die Angst bekommt weniger Raum. Weil die Angst ist der Hauptgrund für unsere Stürze. Ja, Angst macht immer das Gegenteil von dem, was gut sein soll. Ja, in der Landung mache ich mich steif, weil ich Angst habe. Im Absprung bin ich ganz weich, weil ich Schiss habe vor dem Absprung und lasse mich von der Compression reinsaugen. Genau das. Also mir geht es sehr viel um Gefühle in meinen Kursen. Es ist noch mehr Gefühl wie vorher. Und ich bin also weg von diesem reinen, ey, schickse passiv über die Sprünge drüber. Ich bin immer noch ein totaler Passiv-Jump-Fan, weil man nur da spürt, wie ist der Sprung eigentlich gebaut, wenn ich halt nichts mache. So. Problem ist aber, was ich erkannt habe, dass eben gerade Einsteiger genau beim Passivspringen mit folgender Sache Probleme haben und das ist der Speed. Ich brauche einfach mehr Speed, um in die Landungen zu kommen. Ich sehe es auch immer wieder, teilweise zum Beispiel bei Michi, wenn Michi die Kamera hat, dass sie dann doch wieder einen Sprung viel zu langsam anfährt. So, und dann kommt sie nicht rüber, weil ihr dann die Technik fehlt, wie komme ich denn jetzt rüber? So, und das war mir halt extrem wichtig, dass ich das in meinen Kursen jetzt anders mache. Also Leute, das sind keine Event-Hascherei-Kurse mehr mit wir springen das, sondern ich gebe euch wirklich die Basics mit, weil die fehlen leider bei ganz vielen, wie ich mein Rad in der Luft kontrolliere. So, und da gehören zum Beispiel so coole Sachen bei, dass wir direkt im ersten Kurs schon lernen, wie man zum Beispiel seinen Lenker in der Luft dreht. Und ich erkläre dann auch noch, warum das wichtig ist und warum man mit sowas ziemlich schnell anfangen sollte beim Mountainbike-Springen. Und warum es bei den Kids so cool aussieht und bei den Erwachsenen immer so hakelig, wenn die dann so einen Sprung springen, immer so steif. Ich war früher auch sehr, sehr steif beim Springen, weil ich einfach auf ganz andere Sachen, ich habe immer auf die perfekte Landung Wert gelegt, immer auf die perfekte Luftführung. So, wenn ich jetzt immer gerade springe, und will alles perfekt haben, wenn dann leichter Windstoß kommt, wenn der Absprung eine leichte Wasserrinne hat, das Rad kommt leicht schräg, kommt sofort im Gehirn der Panikknopf, der gedrückt wird und es laufen diese Panik-Angst-Prozesse ab. Dadurch werde ich steif, ich bleibe dann so schräg, wie ich bin, ich lande so schräg, ich stürze. Und deswegen will ich den Leuten beibringen, halt auch einfach lockerer zu werden mit dem richtigen Gefühl und der richtigen Technik. Dass man zum Beispiel, ich zeige den Leuten wirklich dieses Gefühl des Wupp, wenn ein kickender Sprung ist. Ich nenne das das Wupp-Gefühl.
dann, ich mache wirklich, dass sie das Vorderrad unten lassen müssen und nur das Hinterrad hochsteigt. So, und genau in diesem Web-Punkt ist nämlich der Punkt, wo ich im Sprung aufstehen muss. Viele stehen viel zu früh auf, nämlich noch in der Compression. Und all das mache ich jetzt in meinen Kursen, das mache ich anders wie vorher. Also so Videos wie vom Tom von Bike and Ride, einfach passiv, Desk Grip und drüber. Das mache ich so nicht mehr. Ich bringe immer noch Passivtechnik bei, aber erst, wenn die Leute es überhaupt verstanden haben, was so in der Luft passiert. Und dafür, liebe Leute, ihr glaubt es nicht, ist es extrem wichtig, die Basics zu beherrschen. Druck im Bike etc. pp. Ihr kriegt auch bei mir, deswegen lohnt es sich auch, im Winterkurse zu machen, Übungen für vor der Haustür, damit ihr im Bikepark besser werdet. Ja? Ihr braucht dafür nicht in den Bikepark. Ihr kriegt Übungen für vor der Haustür. Werde ich demnächst auch, wenn der Daniel ein bisschen mehr Zeit hat, Videos zu machen, Anreize, Übungen für zu Hause. Wir werden ganz viel über ganz viele Themen reden. Und das war mir jetzt erstmal wichtig, dass ihr seht, ich habe Free and Ride geht nochmal mehr auf Gefühl und einfach auch tatsächlich Können zu vermitteln und nicht das Gefühl zu haben, du bist im Roulette, wenn du über den Sprung springst, sondern du weißt, was du tust und du weißt, welches Werkzeug du nehmen musst. Ne? Falsch und richtig gibt's nicht. Man kann mit einer Laubsäge sehr gut einen Baum fällen, aber Kettensäge geht halt schneller und ist in der Regel cooler. Also von daher gesehen, das ist das Konzept. Danke fürs Zuhören und danke, dass mir Daniel diese Plattform jetzt hier gegeben hat, um das mal zu erklären, warum meine Kurse keine Event-Tascherei mehr sind, sondern ich will euch wirklich dazu bringen, dass ihr selber gerne springt und dass ihr sicher springt. Und da gehört vor allen Dingen eine Sache zu, die Landung. Und das ist halt, ich bringe euch nämlich nicht bei, wie ihr mit dem richtigen Speed bis in die Landung fliegt, weil das ist keine Kunst eigentlich. Das machen genug andere, wenn ihr mir da hinterher fahrt. Die Kunst ist, ein Double zum Beispiel extra zu kurz zu springen und trotzdem bleibt das Rad ruhig und ich stürze nicht und kriege keine Panik. Das bringe ich jetzt bei. Vielleicht so ein bisschen anderer Weg, aber ich denke, der hilft vielen, lockerer zu bleiben. Ne? Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Jetzt aber ab aufs Bike. Hört mal auf, immer YouTube zu gucken. Und wenn ihr natürlich YouTube guckt, dann nur Daniel Dyer. Ciao, euer Thomas.